Und damit herzlich willkommen zum nächsten Songcheck-Video, Folge Nummer 12. Und jetzt kommen wir zu dem Inselstaat, der da irgendwo im Mittelmeer bei Griechenland rumschwimmt, nämlich Zypern. Und haltet euch fest, auch die Rockfreunde kommen in diesem Jahr voll auf ihre Kosten. Ich will nicht sagen voll, aber zumindest sorgt die Band Minus One aus Zypern mit ihrem Song Alter Ego dafür. Jetzt könnte man sagen, wenn man den Song erstmal hört, ach, das ist doch kein Rock. Ja, ich gebe es auch zu, es ist nicht der so vollkommen Rock, den man irgendwo aus dem Radio oder von irgendwelchen Konzerten oder Festivals kennt. Es ist aber auf jeden Fall mit rockigen Tönen versehen und ein Sänger mit einer starken Stimme, mit einer guten Rockerstimme, finde ich. Und jetzt will ich euch die Herren erstmal zeigen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, weil die Rocker sehen sie auf jeden Fall schon mal aus. Das kann ich euch ja schon mal versprechen. Hier sind sie, die guten Herren. Also, da versucht man in Zypern, also eine interne Auswahl war das, da wirklich mal so in diese Rockszene einzugehen. Das hätte ich von Zypern eigentlich gar nicht erwartet, dass sie sowas bieten können. War ich überrascht gewesen und ist auf jeden Fall einer meiner Mitfavoriten, so viel Mitfavoriten, ja, so kann man so bezeichnen, denke ich, weil es halt einfach was ein anderer Musikstil einfach ist und ich auch der Fan von so der anderen Musikrichtung bin, was alles sich irgendwie vom Mainstream abweicht. Und ja, zum Song wurde unter anderem von einem schwedischen Erfolgsproduzenten geschrieben, der sich auch unter anderem auch schon beim ESC einen Namen gemacht hat. Thomas Gison heißt der, glaube ich. Der war unter anderem auch für den Siegersong von Schweden 2012, Euphoria von Loreen, verantwortlich. Und ja, und da haben sich die Zyprioten gedacht, also wir wollen jetzt auch mal gewinnen und wir holen uns jetzt diesen Erfolgsproduzenten da auch mal ans Boot. Da können wir ja nicht viel falsch machen und viel falsch gemacht haben sie eigentlich auch nicht. Es kommt wirklich eine richtig gute Halbrocknummer. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt, Halbrocknummer. Es kommt mir fast so ein bisschen rüber. Und ja, und das Video auf jeden Fall ist auch sehr gut gemacht. Also da ist der Sänger ein Auge mit einem Wolf und passt auch irgendwie so voll zu dem Song, finde ich. Live klingen sie, glaube ich, auch recht gut, also habe ich jetzt auch schon mehrere Auftritte gesehen, also da bin ich doch echt positiv überrascht von Zypern dieses Jahr. Letztes Jahr waren sie mit der Einschlafnummer Nummer 1 vertreten, ja, so sagt man es. Also das war meine Toilettenpause, glaube ich, letztes Jahr, der zypriotische Beitrag. Nee, da muss man einfach aufpassen, nicht einzuschlafen, und dieses Jahr wird man eigentlich gleich von der ersten Sekunde ist man voll wach bei dem Song. Da kann ich euch auf jeden Fall schon mal beruhigen, dass ihr dieses Jahr nicht von bei Zypern einschlafen werdet. Und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall den letztjährigen Beitrag, aber bitte nicht einschlafen wieder vom PC. Ihr wollt noch weiter meine Songchecks hören. Ja, also wie gesagt, mein Musikgeschmack trifft es auf jeden Fall. Die Jungs wirken sehr cool, wirken sehr locker eigentlich, also das sollte einer Finalteilnehmer eigentlich nichts im Wege stehen. Ein bisschen Bedenken habe ich noch. Weil es hat eben sehr viele Songs halt auch im ersten Halbfinale sind. Aber sie haben eigentlich einen recht guten Startplatz auch mit Platz Nummer 11. Kommen nach einer total ruhigen Nummer. Ich habe es ja letztes Mal angesprochen, Tschechien, das total untergeht zwischen diesen zwei poppigen und rockigen Songs. Also Punkte wird es auf jeden Fall eine Vielzahl zumindest aus Griechenland geben, weil die sind auch sehr bekannt dafür, dass sie sich gerne die 12 Punkte nur so hin und her schieben. Und weil Griechenland eben auch in diesem Halbfinale ist. Gut, Griechenland, da hört man diese traditionellen Klänge. Bei Zypern hört man leider nichts aus diesem Land, aber das ist eigentlich ein geringes Problem eher für mich. Dafür punkten sie mit wirklich einer guten Rocknummer. Und ja, wo können sie noch ein paar Punkte sammeln? Ich denke auch, Schweden ist Schweden, ist ein schwedischer Produzent, kann auch sein, dass denen da die Musik auch ein bisschen zuspricht, dass es da auch ein paar Punkte gibt. Ich weiß aber allerdings nicht, ob die stimmberechtigt sind in diesem Halbfinale. Das konnte ich mir jetzt bisher noch nicht so einprägen. Aber wie gesagt, mein Musikgeschmack trifft es auf jeden Fall, was die Zyprioter, sagt man so, Zyprioter da,
auf dem Platz bieten. Da, die Band, das will ich auch nochmal kurz was loswerden, ist in ihrem Land eher so als Coverband bekannt. Also die sind, glaube ich, unter zwei Namen sogar im Land unterwegs. Zum einen als Coverband, so heißen sie Minus One, und dann unter anderem Namen, wo sie dann eigene Songs dem Publikum zum Besten geben. Aber man tritt jetzt unter dem Namen Minus One an mit einem schwedischen Komponisten. Okay, das soll denen überlassen sein, mit welchem Namen sie da antreten wollen. Also ich bin auf jeden Fall da gut gestimmt und vergebe jetzt meine Punkte. Hier haben wir nochmal ein anderes Bild von diesen echten Rockern. Ja, so sehen sie ja zumindest aus. Ich vergebe jetzt mal die Punkte. Wie viel geben wir mal an Zypern dieses Jahr? Ich habe ja gesagt, mit Favorit von mir. 10 Punkte will ich nicht geben. 10 Punkte will ich nicht geben. Der Song ist doch sehr, hat eine wiedererkennende Melodie auf jeden Fall. Take it on, ja, das ist mit der rockigen Stimme da und den Gitarrensounds und was weiß ich alles. Ich gebe mal, wie viele Punkte gebe ich mal? Ich gebe 8 Punkte an Zypern. 8 Punkte, das haben sie sich doch verdient und ich hoffe es doch sehr, dass Europa vernünftig ist und solche eine Nummer ins ESC-Finale wählt. Und verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Video gucken erstmal. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Ist auf jeden Fall lohnenswert und wie immer, Daumen hoch, Daumen runter geben, Kommentare schreiben, mitdiskutieren, abonnieren und sonst was auch sonst noch machen wollt, das ist mir egal. Also dann bis zur nächsten Analyse. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes kommt, muss ich mal gucken. Bis dann, ciao.